Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2 Remastered. Me nervous, Dan. Ich benutze gerade eine neue Einstellung für meine Audio, also beziehungsweise nur für das Spiel. Und zwar einen Limiter, ein Filter von OBS. Ich hoffe, dass jetzt alles perfekt ist, dass meine Stimme jetzt doch mal deutlich lauter ist und das Spiel, so dass ich das Spiel nicht selber immer manuell runterschalten muss. Ja, es bleibt spannend, behaupte ich mal. Also. Vielleicht. Mal gucken. Okay, wir müssen... Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen halt weitersuchen, ne? Gehen wir mal wieder da lang. Da, wo ich die ganze Zeit das... höre. Vielleicht weiß ich ja nun, woher das Geräusch kommt. Geht einfach noch mal rum. Irgendwann werden wir schon einen Weg weiter finden. Dieses Grummeln. Also hier ist soweit nichts, ne? Okay. Da, da ist sein Big Daddy voll krass am rum. Sounden. Okay, jetzt sind wir wieder in der Mitte. Hier komme ich ja nicht rein. Noch nicht. Allgemein, wir haben erst, wir haben noch gar keine einzige Little Sister gefunden. Das ist auch ein Riesenproblem. So, geht's dahin? Da waren wir ja, glaube ich, auch schon, aber... Oder ist das Wal, was man da hört? Das stimmt, da ging es ja auch nicht weiter. Traitor. Hier geht's nirgends weiter. Verdammte Scheiße. Aber irgendwie, irgendwo muss ich doch weitergehen. Die Frage ist nur, wo? Verdammte Axt. Oh, lol. Was war jetzt das? Bin ich jetzt echt dazwischen durchgelaufen, ohne es zu merken? Ja, perfekt. Oh ja. Okay, ich glaube, vielleicht müssen wir doch erst wieder zur anderen Seite. Hier, wo wir gerade sind, geht es anscheinend noch nicht weiter. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurückkomme. Hilfe! Verdammt! Ah, da. Nee, von hier kam ich auch. Ah, dieses Spiel, es mobbt mich ein bisschen. Also, wieder komplett zurück. Komplett zur anderen Seite laufen. Oh. Direkt. Ich kann die Blut jetzt einsammeln auf das Geld. So. Dieses Geräusch, ey. Gut, dann gehen wir nochmal hier rüber. Vielleicht habe ich da den Weg übersehen. Was sehr gut möglich ist. Ja, Lock. Ich meine, ich muss ja da irgendwie raus. Frage ist nur, wie, wo? Kann ich da nicht einfach... Komme ich dahin? Bin ich direkt tot, wenn ich da reinlaufe? Ich kann ja da hinten doch, oder? Kann ich das hacken? Oh. Oh, ich bin... Oh Gott, ich bin so dumm. Ja, ich weiß doch auch nicht. Gefunden, wie man den Signalsender einer Tauchkugel so umprogrammiert, dass er Lärms Torpedos stört. Ah ja, perfekt. Such nach einer ausrangierten Tauchkugel. Jede von denen hatte so einen Signalsender, wie wir ihn brauchen. Darf ich jetzt bitte die Memo hören? Ich habe herausgefunden, wie man den Signalsender einer Tauchkugel so umprogrammiert, dass er Lärms Torpedos stört. Aber ich brauche Zugang zu einer Tauchkugel. Und Porter hält die einzige in ganz Minerva Stan in seinem privaten Dock unter Verschluss. Der Mistkerl. Warum macht er nicht auf? Könnt ihr euch noch an die Folge erinnern, wo der eine Junge, der kleine Junge, Eleanor Lamb quasi eine Memo gemacht hat, von wegen, dass sie irgendwie toll findet. Und ich meinte, es ist doch safe eine Dame gewesen, die das aufgenommen hatte. Tja, jetzt haben wir die Stimme von der Dame wahrscheinlich gerade gehört. Weil es ist, die Stimme klang viel zu ähnlich. Mach's dir bequem, Sigma.
Bald verrostest auch du hier, inmitten von all dem Schrott. Ausgenutzt von Porter und dann auf den Müll geworfen. Oje. Oje, oje. Ja, gehen wir gleich hin. Ich will noch ein bisschen rumgucken. Wo war denn das Fenster? Bestimmt irgendwo da drüben, ne? Mit dem Adam. Oh, her damit. So wird's funktionieren. Bring den Sender zur Haupt-Input-Konsole im Programmierertrakt. Oh. Wall, der paranoide Dreckskerl, hat sie in seinem Büro installieren lassen. Echt jetzt? Ich muss jetzt von da oben runterspringen, damit ich an das Adam komme? Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ist trotzdem immer geil, draußen rumzulaufen. Ihm war's her. So, und jetzt mit dem großen Sprung. Ui. Bam. Ui. Oh, hallo, hi. Was geht? Oh. Was sehen denn meine Äuglein da? Ach, da haben wir sie schon eingesammelt. Überraschung, Sigma. Okay, cool. Der krasse Typ hat mir einfach ein AMG hingestellt. Und denkt, das hält mich auf. Ja, gut. Wenn er der Meinung ist. Dass das was bringt. Boom. Toll. Hupala. Da ist ja noch einer. Okay, gut, ich nehm's zurück. Er hat mich gerade doch ein bisschen hier. Ja, er hat mich dran gekriegt. Sagen wir einfach, wie es ist. Bam, bam, bam. Oh, schön Antiperson. Ach so, ich mach mal das kurz weg. Ist einfach dieselbe Big Daddy Stimme wie ja, Delta. Hoppala. Das war jetzt einfach Reaktion, sorry. Hat er eine Little Sister? Ich hör zumindest eine. Oh, perfekt. Boom. Boom. Komm schnell. Die einfach alles Zeit angehalten so lang. Boom. Pisst euch jetzt mal, Mann. Mann, Mann, Mann. So, wo haben wir denn hier? Ach, wir werden schon eins finden. Irgendwo wird schon eins sein. War da oben nicht eins sogar? Nee. Ja, irgendwo wird schon eins sein. Easy. Ich würde dich gern rausschicken. Wo kann ich das am besten machen? Ich weiß es nicht. Gab's hier nicht so? Ah, hier. Ah. Sehr schön. Schlafenszeit. Ab, ab. Piu. Gut Nacht. Bitte. Nice, jetzt habe ich hier schon alles geklärt, ey. Perfekt. Ich lese dir jetzt aus den Vorhersagen der Maschine vor. Sigma betritt Minervas Den. Stößt auf feindlichen Widerstand. Sigma betritt Walls Räume. Siehst du, der Finger hat mich erwählt. Es kümmert ihn nicht, was ich früher einmal getan habe. Okay, was hast du denn früher mal getan? Memo. Schluss machen wir gleich. Adam bewirkt bei mir Schlafstörungen. Adam. Neuerdings werde ich auch vergesslich. Hier also, für den Notfall eine Eselsbrücke für den Code zu meinem privaten Depot. Ich werde die Zahl nicht nennen, aber merk dir, sieh dir einfach die vier Gruppen von Büchern auf dem Regal an. Dann ist die Zahlenfolge offensichtlich. Offensichtlich. Okay, wo sind die Bücher? Die Technologie in Minervas Den ist die Lebensader Rapturers. Unbefugte Manipulation von Computer-Equipment wird strafrechtlich verfolgt. Okay. Welche Bücher?
Ich weiß nicht, welche Bücher der Kollege meint. Welche Bücher, verdammte Axt? Tolle Eselsbrücke. Wenn man nicht mal weiß, welche Bücher gemeint sind. Ich sehe hier keine Bücher. Ach, hier. 2, 3, 4, 1. Okay. Naja, wow, toll. Und dann kickt jemand die Bücher weg. Da hat er nicht ganz so zu Ende gedacht. 3, 2, 4, 1 war das, glaube ich. 3, 2, 4. Schön, dass es übrigens hier rechts so viel gibt. War falsch. Gut. 2, 3, 4. Oh Gott. 2, 3, 4, 1. Ah, ich bin so lost. Ich schieb das alles auf meine Krankheit. 2, 3, 4. So. Und nun? Ah, okay. Kann nichts davon lesen. Tannenbaum. Adam. Liz ist da, denke ich mal. Oh. Ja, erstmal das. Oh, easy. Hey, bam. Gut. Alles angeschlossen. Ich kann die Hacksequenz von hier aus starten. Kleinen Moment, bitte. Okay. Ich warte hier hinter meinem Büro. Okay, ich muss da wieder hin. Perfekt. Hopp. Und nun? Das sollte genügen, hoffe ich. Wenn alles auch gut gegangen ist, bist du jetzt stolzer Besitzer eines selbstgebauten Signalverzerrers. Porter macht Panik wegen Sophia Lambs Torpedos? Ha! Er setzt dir Flausen von wegen Freiheit in den Kopf. Ich habe etwas. Das ist scheiße, Alter. Hier und jetzt den Kopf zerbrechen. Wieso kommen jetzt auf einmal wieder alle? Bam, 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 bam. Au. Schnell mit dir her, ey. Bevor ich noch weiter aufs Maul bekomme. Lass dich nicht erwischen, Daddy. Nee, nee, keine Sorge. Hat zwar jetzt gut einstecken müssen, aber das geht schon. Heilen. Und kaputt. Her damit. So. Aber hinten, glaube ich, musste ich nicht nochmal hin, oder? Kann ich da auch noch hin, in den Raum rein? Naja. Oh, Schlafenszeit. Gute Nacht. Boom. Danke. Bitte. Tschüss. Okay, dann fehlt nur noch eine. Perfekt. Wann die wohl kommt? Keine Ahnung. So weit, so gut. Ich spüre förmlich schon die Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Jetzt machen wir einfach einen Print des Maschinencodes aus dem Zentralprozessor des Thinkers, damit ich ihn mit an die Oberfläche nehmen und die Maschine nachbauen kann. Der Zugang zum Rechnerkern ist am anderen Ende der operativen Abteilung. Warum durfte ich das bisher nie machen? Oh. Oh. Nice, neue Waffe. Schöner Raketenwerfer. Den nutze ich mal. Habe ich im Hauptspiel gar nicht benutzt, ist mir gerade eingefallen. Nicht einmal. Oh. Aua. Habe ich den doch. Da sollte jemand ein paar Raketen abhaben. Wie war es mit dir? Komm. Ach, Muni schon leer. Perfekt. So, dann schauen wir doch noch mal ein bisschen um. Haben wir ja gerade nicht gemacht. So. Laserzellen. Ja, damit. Ja, toll. Wieder nichts sonst. So, wieder hoch.
Können wir uns holen? Ah, gut. Ah, das ist alles brauche ich nicht. Ja, komm, dann haben wir schon mal Maximum Plasmid-Slots. Brauche ich zwar nicht, aber dann haben wir das. So, ich muss direkt hier drüben lang. Ja, dann gehen wir nochmal runter. Erstmal hier schauen. Hallo. Was haben wir hier? Oh. Sehr schön. Dinge, die ich mag. Oh. Wo kommt man da hin? Nach unten. Okay, das machen wir später. Nicht, dass ich da jetzt dann eh hin muss, weil ich meine, hier muss man safe auch noch hin. Weil ich glaube nicht, dass ich, genau, dass ich jetzt da hin kann. Gehen wir doch zuerst hier zu Core. Zum Core. Hallo, Keep. Finger weg, Porter. Oh, ich werde eingefroren. Du kannst den Kern nicht betreten. Noch nicht. Wall, du mieser Dreckskerl. Er hat doch glatt das Kühlsystem des Thinkers überlastet. Der Zugang zum Kern ist vereist. Geh zur Klimatisierungskontrolle und stell die Turbine per Hand auf Entfrosten ein. Anders kommen wir nicht an den Thinker heran. Okay. Ja, und schon sind wir wieder zurück. Aha. Moin. Komm. Da ist die Frage, ist es da lang? Ah, okay. Aber ich habe noch kein Feuer. Du warst aber gerade noch nicht da. Und du auch nicht. Gut, dann müssen wir wirklich erstmal runterfahren. Schön. Hinunter. Let's go. Hui. Anos, du stirbst. Komm. Oh, was haben wir denn da? Abfackeln. Sehr schön. Boah, es ist ganz schön laut hier unten. Da ist jetzt die Frage, ob das im Endprodukt auch so laut ist. Oh. Ach ja, das sind auch die, die keinen Schaden bekommen, glaube ich, oder? Hier, ein paar Wespen für dich. Oh. Okay, so, da war noch so ein Teil und fehlt nur noch einer. Das ist, glaube ich, für einen Erfolg gewesen. Dass man alle davon kaputt macht. So, und wieder hoch. Schmelzen. Was habe ich eigentlich die ganze Zeit das? Oh. Geht so ein bisschen die Muni aus. Tschüss. Audio. Rapture befindet sich im Krieg, Porter. Und sie haben sich auf die Seite des Feindes geschlagen. Ihre besorgten Mitarbeiter haben mir eine Tonaufnahme übergeben, auf der sie Fontaine und seine Gangster ihrer Loyalität versichern. Ein Beweis für ihren Verrat. Meine Leute sind bereits auf dem Weg. Der Thinker braucht sie nicht mehr. Sie können stolz darauf sein. Mr. Wall kann sicherstellen, dass er zum Besten der Stadt eingesetzt wird. Letztlich wächst der Traum eines Menschen immer über ihn hinaus. Und sein Werk muss zu seinem Vermächtnis werden. Für Sie, Charles, ist dieser Zeitpunkt gekommen. Brenn mal ein bisschen, Kollege. Genau, und umfallen. Sieht schon alles so cool aus hier. Mein Gott. Wieso gibt es eigentlich noch keinen Spieleentwickler, der sowas ähnliches wie Bioshock macht? Ich check's nicht. Hi. Was war jetzt dein Job hier so zu tun, als wärst du eingefroren oder was? Denkst du, man kann mich so leicht verarschen? Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Overdrive. Ah. Okay. Das machen wir gleich.
Mal müssen wir hacken und ein bisschen Zeug kaufen. Weg mit dem ganzen Geld. Zirkus der Werte. Leiche. Alkohol. Noch nicht einmal besoffen in dem Add-on, ey. Perfekt. So, dann holen wir das mal. Wupp, hoppala. Ja, perfekt. Überlastet? What? Der arme Big Daddy, ey, wird einfach weggelootet. Oh, wieder ein Update. Mega Panzerfaust jetzt, oder was? Turbine Overdrive. Oh, moin. Sigma, die Hauptkühlturbine ist überlastet. Die Steuerung dafür sollte unten sein. Ah, natürlich kriegt er davon kaum Schaden, ne? Das war so typisch. Die Mega Big Daddies mit ihrer Mega Panzerung, ey, aua. Hau ab jetzt. Ah. Komm hier nicht weg. Aua. Oh, falsch. Hilfe! Das ist alles so laut. Ich brauche Feuer. Feuer. Schmelzen. Sehr schön. Die Ironie an meiner voraussagenden Gleichung ist, dass sie manchmal blindes Vertrauen erfordert. Ich sehe, wie die einzelnen Elemente ineinander krachen. Und es ist völlig klar, was ich tun muss, um meinen Teil in dem Plan zu erfüllen. Aber ich verstehe nicht immer, warum. Ein Modell der Alpha-Serie kommt nach Minervas denn. Subject Sigma. Und die Gleichung besagt, erreicht er den Computerkern, gibt es eine Katastrophe. Ich weiß nicht warum. Noch nicht. Aber ich weiß, was zu tun ist. Subject Sigma nähert sich Minervas denn. Er darf den Finker nicht erreichen. Den Tunnel sprengen. Na, hier ist aufgegangen. Ah, I see. Ich bin im Schmutz. Okay. Oh, Eissturm. Wenn du getroffen wirst, stößt du einen Eisstoß aus und kannst Gegner einfrieren. Oh, das ist doch super nice. Hier brennt ein bisschen. Hoppala. Na gut. Hätte ich eh gekauft. Aber erstmal gehackt. Aber egal. Dann halt vorher. So, gab's hier sonst noch was? Nee, ne? Nur das Eissturm-Ding. Gut. So, Turbine. Darunter, da lang. Junge, Junge, ist das gerade in meinen Ohren laut. Jo, 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 jo. Nix weg, teleporten. Ich werde mal ganz kurz speichern, weil ich mir fällt gerade ein, das habe ich schon länger nicht gemacht. Ich habe gar keinen Bock, dass es jetzt nach 20 Minuten einmal abstürzt. Bam, 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 bam. So, weg mit dem Schmutz. Gut so. Die Kammer, die zum Zugang zum Großrechner führt, wird jetzt entfrostet. Geh wieder dorthin. Nächste Haltestelle, der Computerkern des Thinkers. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Gar kein Stress bitte jetzt. Das Eis sollte eine Botschaft sein, Sigma. Aber du hörst ja nicht. Vielleicht können deine Brüder dir die Ohren aufsperren. Ich höre nie. Ist das Alpha? Also eine Alpha-Serie? Oh. Da. Aber uns fehlt immer noch eine Little Sister. Mann, wo ist die denn? Oh, hallo, Bro. Na, ja, doof, ne, dass wir gegeneinander fighten müssen. Aua, hallo.
Gar nicht so aggressiv. Tut voll weh. Ja. Schön hier. Na, no, alles so gefrostet. Hier waren wir schon, oder? Ja, doch. Climate Control. Auch gut, dass sie da einfach rumbacken. Aber weggestibitzt. Die Technologie in Minerva Stellen ist die Lebensader, Ratchet. Unbefugte Manipulation von Computer-Equipment wird straf. Die Technologie in Minerva Stellen ist die Lebensader. Die Gleichung nähert sich ihrem Ergebnis, Sigma. Die Antworten liegen im Kern. Der Thinker wartet auf dich. Das sind diese Länder nicht alles als. Ich. Genau, that's the problem. Wir haben nicht alle Little Sisters, deswegen gehe ich nochmal zurück. Ich will schon alle Little Sisters haben hier. Kann nicht sein, dass mir eine fehlt. Ich muss alle retten. Das Problem ist nur, wo läuft sie rum? Kann halt überall sein. Ist halt manchmal ein bisschen nervig bei Little Sisters. Deswegen schade, dass ich... Lol. Dass die nicht sofort gefunden habe. Ich höre einen Big Daddy. Die Frage ist halt bloß, wo ist er? Das ist eine sehr gute Frage, die wir nicht beantworten können. Oh, die haben das kaputt gemacht. Ich würde die Little Sister schon gern finden, bevor die Folge in 30 Minuten erreicht. Ich liebe die Waffe einfach nicht so gut. So wie sie es anhört, ist sie wahrscheinlich irgendwo da links lang. Kann mich natürlich auch täuschen. Und ich habe alle Decken schön eingepackt. Aber hier hatten wir schon eine. Aber es heißt trotzdem nicht, dass hier nicht nochmal eine rumlaufen kann. Little Sister, komm bitte raus. Wo immer du bist. Vielleicht kann ich jetzt oben durch die Tür. Wenn ich eh schon hier bin. Nee. Nee. Okay. Schade. Schade, schade, Marmelade. Hoppala. Falsch. Ah, dieses Little Sister suchen. Könnte natürlich schon längst weg sein, aber nee, mir ist das irgendwie immer wichtig. Also nicht wegen dem Adam, sonst würde ich die ja die ganze Zeit farmen lassen. Weil einfach, ich will die halt alle haben. Ich hier auch nicht. Wieso ist eigentlich nur einer? Ist der andere schon wieder kaputt? Oder bleibt er irgendwo hängen? Big Daddy, where are you? I'm looking for you. I want your little sister. Please. Komm. Oh. Hallöchen. Noch jemand. Okay. Ja, wo ist sie denn jetzt, Mann? Vielleicht hier? Weil hier kann ich mir das irgendwie nicht so vorstellen. Ja, weil mehr wie das gibt's ja hier nicht. Okay, dann wahrscheinlich irgendwo vorne. Ja, perfekt, ey. Ja, ich lieb's wieder komplett. Die Folge müsste ja gleich zu Ende sein. Ich muss auf Toilette, wie Sau. Ich will aber die Liste haben. Alter, jedes Mal, wenn ich hier zurückkomme, ist wieder einer da. Ich glaube, jetzt ist einer kaputt gegangen. Oder der zweite. Ah ja, wo ist sie denn nur? Komm, wir schießen mal wieder mit dem da so lang rum. Ich habe bei dem anderen kaum Muni. Bin ich ziemlich belastend. Jetzt soll wahrscheinlich irgendwo hier rumlaufen. Okay. Tap. Ey, es kann doch nicht sein. Wo ist der denn? Ist er wer in der Haupt?
Hauptrechneranlage? Der muss doch da irgendwo sein. Das kann ja nicht sein. Dass hier nirgendwo ein Big Daddy ist mit Little Sister. Also gleich scheiße ich echt drauf, weil jetzt war ich ja gleich fast überall. Hä? Nein, die Pinzahlenreihe ist unverständlich. Nun, nicht. Hey, ein Bug, ein Bug, ein Bug! Ein Bug? Ich bin kein Bug. Aber wenn du es gerne so hättest. Ey, das kann ja nicht sein, ey. Einfach kein Little Sister zum Aufspüren da. Das ist doch Wahnsinn. Hoppala. Was soll ich denn noch schauen? Es gibt eigentlich nur noch die Fahrt nach unten wieder. Ich glaube nicht, dass da einer ist. Das wäre ja irgendwie idiotisch. Kam ich von da oben? Nee. Ah doch. Jetzt ist da noch so einer. Ohne Little Sister und nur so ein Standardtyp. Verarschen. Wie kommt man da rein? Wie mache ich das auf? Andere Seite. Ja, wie kommt man denn da hin? Komm ich da hin? Hallo, ich will da hin. Mein Gott, haut um ab jetzt. Aber ich bleibe immer bei den Dingern hängen. Das triggert mich. Moin. War ich hier noch gar nicht? Hoppala. Oh, hier ist zumindest der letzte. Also hier war ich anscheinend echt noch nicht. Hm. Versteckt sich hier irgendwo der Big Daddy? Wahrscheinlich nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Eigentlich vom Reed. Wow. Oh, das ist sehr schnell. Ja, das kann doch nicht dein Ernst sein jetzt. Oh, geht doch. Hoppala. Hey, ihr braucht nicht alle neben mir explodieren. Hallo. Chill doch mal jetzt. Setze Eingabe der Audiodaten in die Thinker-Datenbank fort. Subjekt. Porter. Lieber Milton, ich mache diese Aufnahme am 6. Tag, seit du zuletzt zu Hause warst. Ich weiß, deine Arbeit ist wichtig, um den Krieg zu gewinnen. Aber du darfst mir nicht mal sagen, woran du arbeitest. Und das ist so frustrierend. London ist eine herrliche Stadt. Aber sie ist nicht meine Heimat. Ich hoffe, wir sehen uns bald, Milton. Eingabe Ende. Okay. Creepy. Ja, wisst ihr was? Ich finde jetzt die Little Sister nicht. Scheiß drauf. Dann fehlt uns halt eine. Mein Gott, so ist das nun mal. Ich werde jetzt bestimmt nicht 3 Stunden lang suchen. Wenn sie keinen Bock hat, hat sie halt keinen Bock. Wir gehen direkt weiter. Let's go. Auch wenn ich die letzte Little Sister nicht gefunden habe. Tja, selber schuld. Ich hab's versucht. Ich bin überall rumgelaufen. Ich wusste nicht, wo ich sonst noch gucken soll. Und ich glaube, wir sind jetzt im letzten Kapitel, im letzten Level der Finca. So, jetzt dauert's wieder ein bisschen, ne? Weil er muss erstmal laden, speichern, dies, das, anderes. Ich merke, dass ich irgendwie, wenn ich aufnehme, schneller gesünder werde. Das klingt total dumm. Aber ich bin jemand, ich versuche nicht krankhaft im Bett zu bleiben, wenn ich krank bin, sondern ich mache halt einfach weiter, wisst ihr? Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Geheimrezept bei mir. Noch nicht, Sigma. Ich jongliere noch mit den Zahlen. Warum schießen mich immer alle ab? Vorsicht. Boah. Aua. Ja, ja, heilen wolltest du dich, ne? Du dummer Wichser. Verdammt. Es gibt einen Weg in den Kern, den Wall nicht blockieren kann. Die Wartungsschächte.
Tut mir leid, wenn ich dich da durchjagen muss, aber wir haben keine andere Wahl. Ja, perfekt. Uiuiui. Ui, ui. Kriegst aber am Ende nochmal richtig schnell. Da. Bin gespannt, ob das wirklich schon die letzte Folge wird oder noch nicht. Ui. Alter, ja. Langsam könnt ihr mal ein bisschen langsamer machen, ey. Employees only, also nur Mitarbeiter. Ich bin ja einer. Ich bin Big Daddy. Okay. Was treibt dich? Hier gibt's keine Little Sister mehr. Mhm. Was zwingt dich der Gleichung des Thinkers zu trotzen? Ach, das war er, glaube ich. Lass mich hier rüber. Okay, Elektro. Bam. Ich will da erst rüber. Warte mal, mit dem guten Sprung los müsste es. Nein, ich bin oben angedockt. Ach, perfekt. Naja. War eh nur Schrotmuni. Ich glaube, die müsste bei mir voll sein. So viel, wie ich schon wieder gelootet habe. Oh, was haben wir denn da unten versteckt? Jungbrunnen. Heutzutage steht der Rapture überall Wasser. Nutze die Mechanismenwartung mit Jungbrunnen und Honig und lass deine Sorgen Wasser wegwaschen. Wenn du im Wasser stehst, werden gesund. Och ja, moin. Okay, das ist ja mal nett. Ich stehe im Wasser. Ach, Hetzer. Ja, das ist ja cool. Das Tunikum hatte ich irgendwie noch nie im Kopf. Wahrscheinlich, weil ich immer das einfach wegklicke. Ryans Geheimpolizei hat Porter abgeholt vor langer Zeit. Und jetzt taucht er wieder in Minerva's Den auf? Einer, den man nach Persephone geschickt hat, öffnet nicht einfach seine Zellentür und geht nach Hause. Ja, ja. Vielleicht ja schon. Oh. Okay, kann man nicht looten? Auch fies. Ich habe versucht, dich vom Herzen der Maschine fernzuhalten. Du wolltest nicht hören. Wenn dich die vertrauten Schmerzen quälen, mein Freund, hast du dir das nur selbst zuzuschreiben. Okay, nur Audio. Tja, Finger, das war's dann wohl. Ryans Geheimpolizei ist unterwegs. Sie haben irgendwelche Beweise gegen mich konstruiert. Verrat, sagen sie. Ich habe gehört, was mit Leuten passiert, die verschwinden. Sie kommen als einer von diesen Metall-Daddys zurück. Keine Erinnerungen mehr, gar nichts. Ich hinterlasse dir was, worüber du grübeln kannst, während ich weg bin. Die härteste Nuss, die ich dir je zu knacken gab. Input, das Protokoll zum Verlassen, Raptures. Finde einen Weg, wie du aus dieser Stadt hinauskommst, Thinker. Du musst weiterleben, egal was mit mir geschieht. Du wirst einen Weg finden. Okay. Da ich nicht wusste, ob das jetzt hier weitergeht, habe ich halt unten kurz gewartet, nicht, dass die Audio unterbrochen wird. Oh, da ist der Finker. Du bist im Kern des Thinkers. Der Codeprinter ist oben im Kontrollraum. Nur Top-Leute haben Zutritt. Du musst deine genetische Identität nachweisen, um den Printing-Prozess zu starten. Befinker. Crazy. Blitzt ganz schön hier, ey. Ich weiß es nicht. Man kann sogar vielleicht sein, dass Porter schon lang tot ist und der Finker die ganze Zeit mit Porter Stimme mit uns redet. Ich habe keine Ahnung mehr, ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber wann kam denn das raus, das Addon? Vor 10 Jahren auf jeden Fall, mindestens. 2013 kam ja Infinite raus, 2014 März, glaube ich, das letzte Addon von Infinite. Dann kam Bioshock 2 raus, 2010 oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Das war schon krass, ey, wie lange das alles her ist. Oh, hier müssen wir hin. Na dann. Porter, du hast...
gezwungen zu handeln. Der Thinker ist abgeschaltet. Es bleiben nur zwei Variablen. Du und ich. Die Gleichung endet hier. Höre, Sigma, hier spricht Dr. Tenenbaum. Ohne den Computer funktioniert in Minerva Stan rein gar nichts. Kein Druckausgleich, keine Luftversorgung. Du musst Walt besiegen und den Thinker wieder auf volle Leistung bringen. Naja. Komisch, dass Porter auf einmal nicht mehr mit uns redet, jetzt wo das passiert ist. Woran das wohl liegt? Also ich, das ist meine Vermutung, ja, anscheinend doch recht. Richtig. Ich weiß es halt echt nicht mehr, ob das so war oder ganz anders. Der ist jetzt da drin oder was? Boom, boom. Doch stärker als gedacht, die Waffe. Ja, wo ist er denn hin, der gute Mann? Uiuiui. Ey, immer ruhig jetzt hier. Hoppala, was mache ich denn jetzt? So. Deine Stunde ist gekommen, alter Freund. Ich stehe vor dir. Der vertraute Partner, der dir den Dolch in den Rücken gestoßen hat. Enttäusche mich nicht. Okay. Wo ist er denn? Ah, da. Moin. Der hält aber ganz schön viel aus für den Menschen. Oh, Antipersonenkugeln. Habe ich zwar nicht viele, aber egal. Boah, Alter. Komm, gleich ist es geschafft. Komm. Bam, 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 boom. Schnell, nimm Walls Leiche die Administratorenlochkarte ab und reaktiviere den Thinker. Versuch's so. Chillt mal. Ich bin nicht so schnell. Hoppala. Und zack. Warp-Rechner reaktiviert. Überprüfe genetische Identität des Benutzers. Genetische Identität bestätigt. Alpha-Serie, Subject, Sigma. Frühere Identität, Charles, Nathan, Porter. Ach ja, so war das. Stimmt. Oh lol, ich bin ja der Typ. Willkommen, Milton. Das ist der das Persönlichkeitsduplikation wird abgeschlossen. Subjekt Charles Milton Porter. Sie sehen jetzt, warum ich die Maschine für Sie sprechen ließ, Mr. Porter. Wir brauchten eine vertraute Stimme. Eine beruhigende, Ihre eigene. Mit dieser Kopie des Programmcodes des Thinkers können wir an die Oberfläche und Sie wieder zu dem Menschen machen, der Sie einmal waren. Bitte, besorgen Sie sich den Printout. Wir treffen uns beim Dock Ihrer Tauchkugel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Porter. Ich warte auf Sie. Ja moin, das habe ich komplett vergessen, dass ich der Typ bin. Ja, perfekt. Ja, nice. Ach ja. Ja, zumindest mit dem Teil, dass das Finker meine Stimme benutzt, ja. Zumindest damit hatte ich noch irgendwie Berührungen in meinem Gehirn. Ja, ist sauber. Wenn die Folge aber jetzt echt zu kurz ist, dann glaube ich, schneide ich sie doch an die Folge davor dran. Wo geht's denn dahin? Okay, never mind. Office of CM Porter. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Irgendwo hinunter. Ah, jetzt darf ich keine Waffen benutzen. Ich
denke, ich habe den Thinker lange genug mit Audioaufnahmen und persönlichen Anekdoten gefüttert. Jetzt kann ich die Persönlichkeitsduplizierungsfunktion testen. Zielpersönlichkeit, Pearl Porter. Bist du bereit, Thinker? Ja, Milton. Starte Test. Hallo? Pearl. Hallo? Hallo, Milton? Ist es dir ergangen? Ganz wunderbar, Milton. Aber du hast mir gefehlt. Es ist lange her. Pearl, ich... Nein. Nein, das ist nicht richtig. Das ist sie nicht. Thinker, Test stoppen. Aber was hast du denn, Milton? Liebst du mich denn nicht mehr? Oh Gott, ich sagte, Funktion beenden. Thinker, sofort. Es ist vorbei. Naja. Sad life. Ja, ich glaube, ich schneide die Folge wirklich an die letzte dran. Der Thinker hat sie niemals aufgegeben, Mr. Porter. Er konnte sie nicht zurücklassen. Bitte, treten Sie an die Konsole und beginnen Sie mit der Startsequenz der Tauchkugel. Es wartet viel Arbeit auf uns. Der Finger, ey. Eine Ehrenmaschine. Und da ist sie, die Tannenbaum. Na dann. Das erste Mal seit Bioshock 1, dass wir hier an einem Hebel ziehen dürfen. Ich habe den Blitzkrieg überlebt, Pearl. Und den Fall Raptures. Man nahm mir meine Erinnerung, meine Stimme. Alles, was mich zu einem Menschen machte. Aber nichts hat mich je so geängstigt wie unser Abschied. Ich wollte dich retten. Ich musste versuchen, dich zurückzubringen auf dem einzigen Weg, den ich kannte. Aber du wolltest nicht. Das weiß ich jetzt. Und ich glaube, ich bin jetzt endlich bereit, dich loszulassen. Hier stehe ich. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und fast kann ich es körperlich spüren, wie du lächelst. Leb wohl, Pearl. Ich liebe dich mehr, als ich dir sagen kann. Milton. Ja, Wahnsinn. Tja, damit ist das Add-on Minerva Stand fertig. Es gibt noch Protector-Prüfungen, aber das ist jetzt nicht unbedingt mega krass Story-relevant. Deswegen werden wir das Ganze skippen und als nächstes gibt es dann Bioshock Infinite. Wie auch beim letzten Mal oder wie immer, lasse ich jetzt die Credits laufen. Vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem kleinen Mini-Add-on. Ja, Elliot Bruce Lee. Ja, ihr seid ja so witzig. Die Production Babies war gerade auf der linken Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo. Ciao, ciao.